Herzlich willkommen zum 34. Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerkes. Das hier ist die Preisverleihung in diesem Wettbewerb und Preisverleihung sieht bei uns sonst auch anders aus. Aber besondere Jahre erfordern besondere Maßnahmen. Und deshalb nehmen wir Sie heute alle mit auf eine Videoversion dieser Preisverleihung. Und das hat bei aller Sehnsucht nach Feierlichkeiten einen entscheidenden Vorteil. Wir können Ihnen nämlich allen zeigen, was gerade diesen Wettbewerb so ganz besonders sehenswert macht. Erstens, das ungeheure künstlerische Potenzial und die vielen Designideen, die zusammenkommen, wenn sich Hunderte von Studierenden aus dem Grafikdesign, der visuellen Kommunikation und dem Kommunikationsdesign auf ein Wettbewerbsthema stürzen. Wir können Ihnen die Preisträgerinnen und Preisträger persönlich vorstellen, ebenso wie die Jury. Dieses Jahr haben wir uns ein besonderes Wettbewerbsthema gesucht, und zwar in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich studiere. Was geht mich Forschung an? Ist das Thema recht provokant gefragt und wir werden heute eine Menge Antworten auf diese Frage sehen. Unter Ihren Gastgebern, dieses Jahr also zum ersten Mal auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, außerdem, wie immer, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Museum für Kommunikation und das Deutsche Studentenwerk. Mit dem Präsidenten des Deutschen Studentenwerkes, Professor Dr. Rolf-Dieter Postlepp, habe ich im Vorfeld über den Wettbewerb gesprochen. Das Videointerview haben wir für Sie mitgeschnitten. Schauen Sie mal. Das Deutsche Studentenwerk lobt seit über 30 Jahren diesen Plakatwettbewerb für Designstudierende aus. Warum dieses lange und treue Engagement an der Stelle? Die Studenten- und Studierendenwerke sind der geborene Partner für so einen Wettbewerb. Die Studierenden sind unsere Zielgruppe, unsere zentrale Zielgruppe. Die Studierenden sind unsere Mitwirkenden, unsere Mitentscheider. Und ehrlich gesagt, was gibt es Besseres, als dass Studenten sich mit Problemen von Studierenden beschäftigen und das in Plakaten ausdrücken? Also ich finde, es ist eine Kombi, die bietet sich geradewegs an. Zusammen mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft haben Sie den sehr provokanten Titel formuliert: Ich studiere, was geht mich Forschung an? Ja. Was geht Sie Forschung an? Also die DFG hat ja als Leitmotto gehabt, für das Wissen entscheiden. Und das spielt ja durchaus auf die aktuelle Situation. Wenn Sie sich jetzt angucken, was sozusagen in den Verschwörungstheorien im Rahmen der Pandemie so läuft, dann sieht man doch, dass die Auseinandersetzung mit Wissen, mit der Erzeugung von Wissen, und das ist Forschung, das ein ganz wesentlicher Teil der gesellschaftlichen Diskussion ist. Und unsere Studierenden müssen lernen, wenn sie es noch nicht von selbst machen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auch in diesem Jahr hat sich eine Jury zusammengefunden, die neben ihrer Arbeit als Professoren, als Designerinnen, als Gestalter und als Kommunikationsprofis bereit sind, sich durch die Hunderte von Plakatentwürfen zu wühlen. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, denn immerhin gilt es auch, 13.000 Euro Preisgeld unter den Studierenden zu verteilen. Das Grußwort der Jury schickt Ihnen Professor Wilfried Korfmacher. Los geht's! Aus über 500 Einreichungen hat die Jury die Qual der Wahl zum ersten Mal in einem virtuellen Verfahren gehabt. Und ich freue mich, Ihnen die ersten Sieger in der Ära Corona vorzustellen. Im Namen der gesamten Jury darf ich hier alle Freunde der Fläche miteinander herzlich willkommen heißen. Was geht mich Forschung an? Auf diese Frage haben wir etliche Antworten bekommen, wie immer in sehr vielfältiger Art und Weise, mit Fotos und Illus, mit Text und Typo, kreativ, innovativ und natürlich plakativ. Wir freuen uns, Ihnen jetzt die besten Ideen, Konzepte und Entwürfe vorstellen zu können. Kompliment also zunächst an das Deutsche Studentenwerk, hier wieder einmal den Geist und den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Und mit dem Glückwunsch zugleich der Wunsch, bei der Verbreitung der Motive genauso erfindungs- und erfolgreich zu sein wie bei der virtuellen Jurierung. Was geht mich Forschung an? Eine ganze Menge offenbar, aber sehen Sie selbst. Und jetzt stellen wir Ihnen die komplette Jury einmal vor. Das sind Professor Iris Utikal von der Köln International School of Design, Regine Meld vom Museum für Kommunikation, wir kennen schon Professor Wilfried Korfmacher von der Hochschule Düsseldorf, Professor Gudrun Müllner von der Hochschule in Augsburg, Thomas Schmalz vom Studentenwerk Freiberg und für den Sonderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft Professor Dr. Julika Griem, Vizepräsidentin der DFG. Ein provokant formuliertes Wettbewerbsthema, hunderte Einreichungen und eine begeisterte Jury. Jetzt sind wir aber auch gespannt darauf,
wer hier die Preise abgeräumt hat. Los geht's! Zuallererst möchte ich Ihnen die Preisträgerinnen der dritten Preise vorstellen. Davon gibt es dieses Mal drei. Und der erste davon geht an Finja Peek von der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig für ihren Plakatentwurf Über Grenzen hinaus. Finja, hier kommt deine Laudatio. Wie eine Amöbe, sich ständig in der Form verändernd, beweglich und grenzensprengend, wurde hier Forschung visualisiert. Die gewählte Darstellung scheint, obwohl nur zweidimensional auf ein Plakat gebannt, sich tatsächlich zu bewegen. Und das lediglich mit wenigen Grundelementen des Grafikdesigns. Maximale Reduktion mit maximaler Aussagekraft. Ein tolles Beispiel für ein gelungenes Plakat. Und zu den Ideen hinter dem Plakatentwurf erzählt uns am besten die Künstlerin selber was. Hier kommt Finja Peek. Als ich den Wettbewerbstitel Ich studiere, was geht mich Forschung an, gelesen habe, dachte ich so, oha, das kann ja heiter werden, denn ich habe in meinem alltäglichen Leben eigentlich nicht so viel mit Forschung zu tun, zumindest wenn man es aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Mein Grundverständnis von Forschung ist, dass man über Grenzen hinausgehen muss, um neue Sachen erschließen zu können. Auf diesem Grundverständnis habe ich mein Designkonzept aufgebaut. Es entstand ein Plakat mit klaren Formen und knalligen Farben, um somit wirklich jede Zielgruppe ansprechen zu können. Ein weiterer dritter Preis geht an Alicia Loske von der Hochschule Rhein-Main für ihren Entwurf Gebeutelt. Liebe Alicia, hier kommt wieder deine Laudatio und danach hören wir die Designerin selbst. Ohne Forschung können wir einpacken. Diese einfache Feststellung bekommt in Verbindung mit der Einwegplastiktüte eine Doppeldeutigkeit, die an die hohe Kunst des Kabaretts reicht. Und eben jene Mehrdeutigkeit der Aussage hält den Betrachter fest und lässt ihn über ihre tiefere Bedeutung nachdenken. Damit erfüllt das Plakat in perfekter Art und Weise eine Anforderung, der in unserer Zeit nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ein ausgewähltes Thema anzusprechen, ohne belehrend zu wirken und gleichzeitig, wie nebenbei, eine mögliche Lösung zu bieten. Als ich das erste Mal vom Thema Was geht mich Forschung an gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, wahrscheinlich geht mich Forschung mehr an, als mir jetzt gerade in dem Moment bewusst ist. Und dann ging es natürlich an die Recherche und ich habe viel nachgelesen und habe zu dem Zeitpunkt eine Reportage über unseren Planeten und über das Plastikproblem geschaut. Und da war mir klar, dass sich definitiv eins meiner Plakate um genau dieses Thema drehen sollte. Und genau deshalb habe ich nämlich das Plakat Gebeutelt genannt, weil unser Planet ziemlich gebeutelt ist einfach von allem, was wir mit ihm machen. Und habe es auf Basis eines Fotos entwickelt und natürlich danach noch weiter bearbeitet. Und wenn ich mir einen Ort aussuchen könnte, an dem mein Plakat zu sehen wäre, dann wäre es wahrscheinlich sogar direkt in Berlin am Brandenburger Tor. Wenn es geht, auch in der ganzen Größe des Brandenburger Tors, einfach damit so viele Leute wie möglich auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Einen dritten Preis haben wir noch. Und der geht an April Suddendorf von der Hochschule Wismar für ihr Plakatdesign No Research Without Research. Sie wissen schon, was jetzt kommt. Die großen plakativen Illustrationen wirken wie im Holzschnittverfahren gedruckt. Farbenfroh und lebendig erreicht die Gestalterin damit ihr Ziel, den Betrachter zum Innehalten zu bewegen und sich mit Zitaten zum Thema der Forschung zu beschäftigen. Die Zitate stammen alle von Frauen und Männern der Wissenschaft, die im vorvorigen Jahrhundert geboren wurden. Es geht der Gestalterin somit wohl auch um den Hinweis auf die lange Tradition und den Anspruch der Forschung über alle Disziplinen hinweg. Darüber hinaus entfaltet sich die Stärke dieser Plakatserie durch die Aneinanderreihung der Motive. Hierbei entsteht ein nicht enden wollendes Band zwischen den dargestellten Köpfen, ein Wissenstransport und Austausch zwischen Menschen, der die Forschung beflügelt und weiterträgt. Herzlichen Glückwunsch, April Suddendorf. Mein Plakatdesign heißt No Research Without Research, weil mein Konzept war, dass wir nur mit Hilfe der Forschung von unzähligen Menschen vor uns
selber auch forschen können. Also Forschung ist etwas Unterstützendes, es baut auf sich auf und deshalb habe ich mir eine Plakatserie so entworfen, dass man sie in beliebiger Reihenfolge aufhängen kann. Also man weiß nicht, wo was anfängt und wo was aufhört. Wir haben letztes Jahr im Illustrationskurs total viel mit Papierschnitt gemacht und dadurch wurde ich dann auch inspiriert, die Plakate so zu machen. Wenn ich mir einen Ort auf der ganzen Welt aussuchen dürfte, wo meine Plakatserie 2 Wochen hängen sollte, dann wäre das vielleicht in Edinburgh, im National Museum of Scotland, weil vielleicht entdeckt mich ja dann jemand und dann kann ich in meine Traumstadt ziehen. Unsere herzlichsten Glückwünsche an die Preisträgerinnen der 3 dritten Preise. Jetzt geht es weiter mit den 2 zweiten Preisen. Ein 2. Preis geht an ein Designerinnen-Team. Michelle Borsari nämlich und Leonie Süberts für ihr Plakatdesign Probieren geht über Studieren. Und was daran die Jury so hingerissen hat, das wollen wir als allererstes hören. Dieses Plakat bietet eine faszinierende Verbindung unterschiedlicher Themen. Forschungsthemen gibt es überall, auch und gerade im Alltag. Niemand verbietet es, bereits während des Studiums mit der Forschung zu beginnen. Neue Erkenntnisse erzielt man nur, wenn Bekanntes in Frage gestellt wird. Es ist besser, eigene praktische Erfahrungen zu sammeln, als ausschließlich der Bücherweisheit zu vertrauen. Und Forschung kann unendlich viel Spaß machen. Hallo, wir sind die Geschwister Heiter. Ich bin die Leonie. Und ich bin Michelle. Und wir senden euch ganz viele liebe Grüße aus Bad Kreuznach. Wir sind Studenten. Was geht uns Forschung an? Forschung geht jedem was an, denn in allem von uns steckt der Forscherdrang. Und das beginnt nicht erst im Studium. Wir sind von klein auf neugierig darauf, Neues zu entdecken und Dinge in Frage zu stellen. Aber am meisten Spaß macht uns im Studium das Probieren. Denn Probieren geht ja eben über Studieren, ne? Und wenn wir unser Plakat irgendwo aufstellen könnten, dann wahrscheinlich auf dem Fußboden der Mall of Berlin in 6x9 Metern Größe. Ebenfalls mit dem 2. Preis ausgezeichnet ist ein Design von Ricardo Meyer. Forschen ist Verstehen nämlich. Und auch dazu wollen wir als allererstes gratulieren, die Jury hören und dann ein paar Gedanken von Ricardo selber, die er uns aus Potsdam geschickt hat. Das Plakat Forschen ist Verstehen von Ricardo Meyer setzt das Motto des diesjährigen Plakatwettbewerbs Ich studiere, was geht nicht Forschung an, in besonders kreativer Art um und erreichte seine klare Formsprache unter Verwendung der Signalfarben Schwarz und Gelb eine hohe Aufmerksamkeit. Die Botschaft Forschen ist Verstehen wird getragen von Eschers Bildzitaten des Unmöglichen und ist darin auf irritierende Weise gebrochen. Forschen heißt sich in Gefahr begeben, heißt das Undenkbare fern von richtig oder falsch im Experiment zu erproben. In diesem Sinne eine sehr gelungene Umsetzung. Und zwar jetzt im Wettbewerb das erste Mal überhaupt, dass ich mich mit dem Thema Forschung und Designkontext auseinandergesetzt habe. Und das Plakat zeigt halt diesen Verständniswillen als Grundlage für die Forschung im Allgemeinen. Und diese unmögliche Form in Verbindung mit der Textkette, halt Forschen ist Verstehen, ist Forschen, diesen Kreislauf, den die Forschung macht, das neues Verständnis, neue Fragen aufwirft, neue Forschung bedingt. Und als Wunschort wäre hier in Berlin zum Beispiel der Alexanderplatz in der U-Bahn. Und ich freue mich super über den Wettbewerb, über den Gewinn und vielen Dank. Allerherzlichste Glückwünsche und eine Menge Komplimente an die Preisträgerinnen und Preisträger der 2. Preise. Sie haben aber hoffentlich noch Konfetti übrig, denn den Preisträger des 1. Preises, den lernen wir jetzt kennen. Der 1. Preis. Im 34. Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerkes, dotiert mit 3.000 Euro und dekoriert mit einem riesigen Kompliment der Jury und aller Beteiligten, geht an, kann ich einen Trommelwirbel haben? Felix Plachzig für sein Plakatdesign Auf 2 Beinen denken. Felix, das hier ist deine Laudatio. Ein Fuß zeichnet einen Fuß, der einen Fuß zeichnet, der einen Fuß zeichnet. Damit zitiert der Zeichner eine weltbekannte Grafik, die uns den selbstreflexiven Akt einer Creatio ex nihilo vorstellt. M.C. Escher sitzt vor seinem leeren Blatt und erlebt den Horror vacui.
Ein Paradoxon. Nicht paradox jedoch ist die Aussage, die uns der kreative Fußkünstler mithilfe seiner simplen Skizze vermittelt. Nichts entsteht aus dem Nichts heraus und jede gute Idee hat einen Ursprung. Mit den denkbar einfachsten Mitteln zeigt uns dieses Plakat den Kreislauf des Wissens, dass Forschung im Studium gleichsam entsteht und dass ein Studium an sich nicht selbstständig ist, sondern die Forschung braucht. Die Metapher der beiden Füße, auf denen das Humboldtsche Ideal der akademischen Bildung basiert, besticht nicht zuletzt durch die scheinbar ungelenke Art der Darstellung. Selbst ohne Arme kann man sich zu helfen wissen und die wesentliche Botschaft gerade mit einfachsten Mitteln doch viel besser ausdrücken als mit Hilfe jeder noch so brillanten Kunstfertigkeit oder technischer Tricks. Dieses Plakat wirbt für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Doch es hat weitaus mehr verdient als die Goldmedaille bei den Paralympics. Mit Fug und Recht erhält es den ersten Preis im 34. Wettbewerb des Deutschen Studentenwerks. Dieser Student wird seinen Weg gehen, denn er ist gut zu Fuß. Hand drauf und herzlichen Glückwunsch. Und wenn man im Plakatwettbewerb den ersten Preis gewinnt, dann ruft die Moderatorin per Video an und bringt die Urkunde mit. Hallo Felix. Hi, grüß dich. Im Moment parkt noch was hier bei mir, was eigentlich dir gehört. Ich zeig's dir kurz. Das geht dann in die Post. Und zwar... Oh, wow, ja. Cool. Und zwar zusammen mit unseren allerherzigsten Glückwünschen zum ersten Preis im Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerkes. Herzlichen Glückwunsch, das ist deiner. Ja, hey, danke. Juhu! Geil. Jetzt sind wir natürlich einigermaßen neugierig auf dieses Design. Wir haben es eben schon mal am Bildschirm gesehen. Auf zwei Beinen denken ist dein Plakatdesign. Und das ist deine Antwort auf die Frage, was geht mich Forschung an? Kannst du noch mal erzählen, was die ersten Gedanken in deinem Kopf waren, als du das Wettbewerbsthema gesehen hast? Also ich habe so das Gefühl gehabt, bei mir an der Universität ist es so, dass Studium und Forschung immer zusammen eigentlich gedacht werden, beziehungsweise Studium ist immer gleichzeitig auch ein Teil von Forschung, weil wir da eine ziemlich starke Überkreuzung haben. Und genau, und das, also mein eigenes Studium und die Wahrnehmung davon war eigentlich mein Ansatzpunkt. Und das ist eine Zeichnung aus der Hand, richtig? Das ist eine Zeichnung von einem Fuß aus der Hand, ja. Und sag mal ehrlich, wie viele Versionen gibt's davon? War die erste schon gut oder gibt's 3000? Nee, die erste war natürlich nicht gut, das wäre natürlich krass. Die 60. war es ungefähr, glaube ich. Also es waren ungefähr so 60 Zeichnungen. Ja. Wenn du als allerletztes noch einen Wunsch frei hättest, wo dein Plakatdesign einen Platz haben sollte, sagen wir mal für 2 Wochen in der Größe deiner Wahl, wo gehört das hin? Eigentlich habe ich gedacht an den Broadway in New York, weil da gibt es ja auch immer ganz große Billboards, die riesengroß sind. Aber da ist ja gerade nicht so viel los und deswegen würde ich sagen, als klitzekleine Briefmarke, aber dafür dann in ganz Deutschland. Ja, das waren die 7, die Preisträgerinnen des 1., 2. und 3. Preise dieses Jahr. Eine ganz besondere Auszeichnung haben wir uns aber aufgehoben bis zum Schluss. Und das ist der Sonderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und der große Favorit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und deshalb auch ausgezeichnet mit dem Sonderpreis, dotiert mit 3.000 Euro, geht an Saskia Eich von der Hochschule Rhein-Main für ihr Plakatdesign »Wer nicht forscht, muss alles glauben«. Ich freue mich sehr, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrem Jubiläumsjahr gemeinsam mit dem Deutschen Studentenwerk den thematisch zur Jubiläumskampagne DFG 2020 für das Wissen entscheiden passenden Plakatwettbewerb ausschreiben und einen zusätzlichen Sonderpreis in Höhe von 3.000 Euro ausloben konnte. Das Gewinnerplakat »Wer nicht forscht, muss alles glauben« von Saskia Eich, Studentin an der Hochschule Rhein-Main, hat die Jury und insbesondere auch mich überzeugt, eine im besten Sinne plakative Gestaltung, die ihre inhaltliche Idee gekonnt auf den Punkt bringt. Ich freue mich sehr, Ihnen zumindest digital auf diesem Wege gratulieren zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sonderpreis.
und auch der Sonderpreisträgerin habe ich die Urkunde sozusagen digital vorbeigebracht. Hallo Saskia, herzlich willkommen in dieser virtuellen Preisverleihung sozusagen. Wo erreichen wir dich denn? Also ich bin gerade in Wiesbaden, weil ich ja vor 3 Jahren fürs Studium eben nach Wiesbaden gezogen bin und ja, von daher zu Hause wie jeden wieder wahrscheinlich gerade. Jetzt hast du ja offensichtlich zumindest die vergangenen Monate sehr effektiv genutzt. Pass auf, ich kann dir eine Sache zeigen, die ich dir am Telefon nicht zeigen konnte. Das ist das. Ich finde das so festlich, wie das werden kann. Eine Urkunde. Da, und zwar zum Sonderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft in diesem Wettbewerb. Ja, das freut mich natürlich super. Also hat man jetzt natürlich nicht mitgerechnet, ne? Also generell einen Gewinnerplatz schon zu haben, war schon, ach toll, schön. Aber das ist natürlich nochmal, ja, das Sahnehäubchen drauf. Schön, danke. Das Erste, was du ja wahrscheinlich gehört hast vom Wettbewerb, war das Forschungsthema von diesem Jahr. Das ist eine provokante Frage. Ich studiere, was geht mich Forschung an? Wusstest du direkt eine Antwort auf die Frage? Puh, nee, natürlich nicht. Also zumal wir im Bereich Kommunikationsdesign jetzt nicht so viel mit Forschung zu tun haben. Wir recherchieren natürlich wahnsinnig viel, aber wir erheben jetzt keine neuen Daten durch Forschung oder sowas. Deswegen, ja, konnte ich die Frage soweit nicht für mich beantworten. Ich war trotzdem sehr angetan gleich und fand es ein super Thema und hatte irgendwie gleich eine Verbindung damit gehabt, weil es ja eben gerade jetzt so in Zeiten von Fake News und gefühlten Wahrheiten und so weiter ja super wichtig ist, dass wir eine faktenbasierte Instanz haben und ja, uns auf die Forschung und auf Fakten zurückbesinnen können. Und wer nicht forscht, muss alles glauben, hat ja mindestens genauso viel Wumms als Aussage wie der Wettbewerbstitel. Hattest du den Satz schnell im Kopf oder gibt es da 18 Vorgängerversionen von? Nee, natürlich nicht. Also vorangestellt war natürlich eine wahnsinnig lange Recherchezeit und ich muss auch den Urheber des Zitates quasi nennen und zwar wurde ich dadurch inspiriert von der Marie von Ebner-Eschenbach. Das Originalzitat heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und ja, darauf bin ich stark hängen geblieben. Ich fand den super stark, den Ausdruck und habe den dann für den Wettbewerb eben umgemodelt, eben in dieses, wer nicht forscht, muss alles glauben. Ja, weil es ja auch dazu anregt, selbst aktiv zu werden und dass man Informationen ja da hat, man muss sie nur suchen und finden sozusagen. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu, dass du da alle wirklich so beeindrucken konntest. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das waren alle Preisträgerinnen und Preisträger, deren Arbeit in diesem Jahr von der Jury ausgezeichnet wurden. Das waren aber längst nicht alle fabelhaften Plakatentwürfe, die es aus diesem Wettbewerbsjahr zu sehen gibt. 2 Möglichkeiten haben Sie noch, viel mehr davon zu sehen. Die erste: eine Wanderausstellung mit 29 der Designs, live, in Farbe, gar nicht digital, sondern auf Papier. Zu sehen erstmal ab Dezember im Wissenschaftszentrum in Bonn und dann 2 Jahre lang in verschiedenen Studentenwerken, Cafeterien, Mensen in ganz Deutschland. Alle Stationen finden Sie unter www.studentenwerke.de und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie Zeit und Gelegenheit finden, die Plakate in ihrer Vollschönheit zu sehen. Zweitens steht ja noch eine allerletzte Auszeichnung aus. Ihre Wahl der Publikumslieblinge nämlich. Noch bis zum 6. Dezember können Sie auf unserer Homepage www.studentenwerke.de Ihr ganz persönliches Lieblingsplakat wählen. Die 4 Favoriten werden dann jeweils in einer 1000er Auflage gedruckt und sind kostenlos bestellbar für Hochschulen, hochschulnahe Institutionen und Studierendenwerke. Wäre doch toll, wenn gerade Ihr Lieblingsplakat demnächst die Flure Ihrer Uni ziert. Versteht sich von selber, dass jeder nur eine Stimme hat, aber erzählen dürfen Sie es wirklich allen. Stimmen Sie ab, wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten noch bis zum 6. Dezember und das Kompliment an die Designerinnen und Designer kommt ganz sicherlich an. Hier endet unsere geführte Videotour durch den diesjährigen Plakatwettbewerb. Ich hoffe sehr, er hat auch Ihren Tag etwas bunter gemacht und Sie können sich mit uns freuen an dem großen Ideenreichtum, dem Witz und dem gestalterischen Können der Designerinnen und Designer, die wir kennengelernt haben. Lassen Sie mich noch herzlich Dankeschön sagen. Erstens allen, die es geschafft haben, diese sehr ungewöhnliche Preisverleihung doch zu einer sehr persönlichen Sache auch im Videoformat zu machen. Danke an das Deutsche Studentenwerk, an das Bundesministerium für Bildung und Forschung für die langjährige und großzügige Förderung, an das von uns schmerzlich vermisste Museum für Kommunikation.
herzlichen Dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Vielen Dank an alle Juroren und Jurorinnen für das Kopfzerbrechen, für ihre wertschätzenden Worte. Und selbstverständlich der größte Dank an alle Gestalterinnen und Gestalter, die in diesem Jahr mitgemacht haben. In einem Plakatwettbewerb müssen auch Plakate das letzte Wort haben. Wir sagen auf Wiedersehen auf unserer Webseite, in den Wanderausstellungen und sehr, sehr gern beim nächsten Plakatwettbewerb.